Moin Seekräuter, willkommen zurück hier zum nächsten Video bei uns auf dem Kanal und diesmal mit einem Container Opening oder mit Kisten öffnen, wie wir es jetzt nennen wollen, im Dienst für das Vaterland. 18 Container habe ich mir gekauft und ich möchte das hauptsächlich deswegen machen, weil ich eben diese Token schneller haben möchte, um euch früher diesen Kapitän auf den russischen Schiffen zeigen zu können, Nikolai Kusnetsov. Und genauso deswegen mache ich das. Außerdem habe ich ein paar Tage im Urlaub verloren. Die mache ich damit jetzt wieder gut. Und ich habe gedacht, ich zeige euch einfach mal, wie die Drop-Raten diesmal sind. Vielleicht habt ihr Glück und kriegt sogar noch ein Premium-Schiff raus. Die Leningrad habe ich noch nicht. Die Lenin habe ich. Molotow und Ochotnik hätte ich auch. Dafür würde ich dann Credit-Punkte bekommen, nach dem, was ich weiß. Dann gibt es natürlich Tarnung, die man da drinnen bekommen kann. Signalflaggen etc. pp. Und natürlich diese Provisionsmarken. Diese besonderen Sondermarken sozusagen, die ich eben brauche, um den Kapitän da freizuschalten. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben 18 Container im Hafen und wir fangen jetzt an. Schauen wir gleich mal. Was gibt's denn hier? Also, erstes Objekt für die Sammlung, ganz wichtig. Jetzt habe ich die russische Sammlung angefangen. Und hier die Victory-Tarnung, die sieht auch optisch ziemlich cool aus. 25 Marken, checkt. Dann geht's weiter. Da haben wir Ouroboros, wieder 25 Marken, wieder ein Gegenstand. Da haben wir dann, was haben wir hier für eine Flagge? Basilisk, kann ich auch immer gut gebrauchen. Diese Sonderflaggen sind sowieso cool, um irgendwie was schon mal vorzubereiten, hoch zu leveln und so in der ganzen Geschichten. Da geht's dann weiter mit Roter Drache, die finde ich persönlich immer am coolsten. Sind genau die richtigen Kombinationen dabei. Dann haben wir hier Kreuzerkapitän, Ouroboros, wieder 25 Marken. Mal gucken, ob überhaupt irgendein Auftrag für was droppt. Bei 18 Containern würde man ja sagen, okay, das ist doch eine relativ anständige Anzahl, ordentlich was investiert. Schauen wir mal. Dann gibt es hier Leviathan. Und dann haben wir schon 8 Container geöffnet. Da gibt es dann den Nachimov-Orden. Und dann haben wir hier Wavern. Super. Also ich habe jetzt kein bestimmtes Ziel, dass ich unbedingt noch ein bestimmtes Schiff daraus ziehen möchte. Klar, Leningrad wäre nicht schlecht. Dann hätte sie das irgendwie auch nochmal amortisiert, zumindest zum Teil. Aber wenn nicht, ist es auch okay. Kann ich, denke ich, mit umgehen. Skylla ist dabei. 15 Stück. Jede Menge Signalflaggen, weniger Tarnung. Da haben wir auch wieder noch. Mal gucken, wie viele Gegenstände wir nachher in der Sammlung dann schon haben. Das ist auch. Da freut mich auch schon wieder, wenn man dann Doppelflaggen benutzen kann. Da kann ich meine Hamburg-Flagge wieder raufpacken und dann halt die aus den gewerteten Gefechten, weil sich danach freischaltet. Und dann kommt der Drache da noch drauf. So, und jetzt. Wird es langsam knapp. Ich werde gleich einmal den Fluss hier unterbrechen, damit man einfach nochmal in den Forschungsbaum geht. Das hat das letzte Mal schon mal gebracht. Wenn ihr die Container Openings bei uns auf dem Kanal öfter mal guckt, dann es ist einfach random. Der Server dreht das Rad. Wenn ihr hier rauf drückt, geht eine Verbindung zum Server. Da wird dann zurückgegeben, was drin sein darf, sozusagen. Und vielleicht habe ich jetzt ja Glück. Gucken. Na, da sind es wieder Tarnungen. Ach, die Chance scheint diesmal auf jeden Fall deutlich geringer zu sein als bei den Flugzeugträgern. Okay, noch 2 Container. Ja, nochmal Tarnung. Und dann ein Container ist da noch. Dann können wir hier nochmal... Der Client, der leckt aber auch, was da Zeug hält, oder? So, letzter Container kommt jetzt. Und tadim, tadim, tadim. Und ach, kein Auftrag. Also 18 Container, kein Premium-Schiff drin. Ist also dann. Ah, doch, kommt. Oh, da ist noch ein Oktober-Revolutionscontainer. Wo habe ich den denn her gehabt jetzt? Aus irgendeinem Auftrag kam der, glaube ich. Ja, 24 Stunden wird auf Warships Premium. Okay, super. Freut man sich. Ja, jetzt können wir dann hier in die Waffenkammer gehen. Wir haben jetzt, glaube ich,
509 Marken und dafür werden wir jetzt den Kapitän, diesen Nikolai Kuznetsov, holen. Und dann haben wir ihn. 10 Fertigkeitspunkte hat der Typ jetzt. Ja, und dann schauen wir einfach mal, wie wir den dann hochleveln. Schnellstmöglich natürlich. Und dann, ja, werden wir damit ordentlich Spaß haben, denke ich mir mal, auf den russischen Schlachtschiffen. So, das war's vom Container Opening. Ich hoffe, es war so ein bisschen zumindest informativ. Ihr habt ein Gefühl dafür bekommen, wie häufig denn da diese Premium-Schiffe droppen, womit Wargaming immer so gerne Werbung macht und wo man dann doch wieder sagen muss, okay, so häufig ist es dann doch nicht. Wie gesagt, mein Ziel habe ich erfüllt. Das kann ich schon sagen. Ich wollte nur diese Marken haben prinzipiell und einen Teil der Sammlung da schon mal aufforsten. Das habe ich gemacht und hatte meine eigene Kreditkarte benutzt, denn es gibt ja zurzeit so eine Kreditkartenaktion von Wargaming, wo man bis zu 15% Dublonen on top geschenkt bekommt, wenn man die Dublonen mit Kreditkarte kauft. Also von daher war das ein passendes Angebot, das ich einfach genutzt hatte. Sonst hätte ich, wenn ich es gestern schon gemacht hätte, hätte ich mich heute geärgert. Wie gesagt, ich danke für eure Zeit und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Euer Secrets Team, euer Andi. Ciao, ciao.